Na ja, hey, willkommen zu dieser Folge von nicht Top 10 Clips of the Week, sondern Top 10 Clips of the Year. Ich habe mal die besten Clips vom letzten Jahr rausgenommen und in ein Video gepackt, deswegen sind das diesmal auch 15 und nicht nur 10 Clips. Und es ist krass, was dieses Format erreicht hat. Stellt euch mal vor einem Jahr, da gab es keine Long Clutches oder keine Flat Clutches. Da haben die ganzen Leute beim 3er MLG oder 2er MLG in MLG Rush gedacht, das wäre mega krank. Und jetzt hauen die Leute halt 15er Clutches hin und sagen, ja, ist kein Ding. Und kommen ja direkt zu Platz 15, das ist ein Clip von Crystal Curse. Und er hat sich gedacht, wie ist es denn einfach, sich einen Autoklicker zu holen? Man könnte sich ein Programm installieren, aber das kann ja jeder. Ich baue mir einfach was aus Lego und klicke damit rein. Auf Platz 14 ist ein Clip von It's Nikki und ich feiere den irgendwie. Ich muss immer lachen, wenn ich den sehe. Der ist nicht so stark, die Gegner sind lost, aber er ist so lustig. Auf Platz 13 ist ein Clip von Ich hab kein Ping und der macht einfach einen richtig coolen MLG-Move mit seinem Mate. Es ist okay, ich mach tausend Lieder, doch baby no way, seh ich dich nie wieder. Ich bin lonely, wenn du nicht mehr da wärst. Ich bin lonely, wenn du nicht mehr da wärst. Es ist okay, ich mach tausend Lieder, doch baby no way, seh ich dich nie wieder. Ich bin lonely, wenn du nicht mehr da wärst. Ich bin lonely, wenn du nicht mehr da wärst. Sie ist eiskalt, eiskalt, ist nicht einfach, einfach. Ich glaube, ich bin fast. Auf Platz 12 ist ein Clip von Fratzmanns und er zieht anderthalb Stacks Intent durch und holt danach das Gegnerteam. Früher war das richtig krass, das war ultra insane, so gut zu inclinen. Aber mittlerweile ist das ja relativ unspektakulär. Da kann eigentlich fast jeder so eine Line inclinen. Also trinke ich heute Abend noch ein paar Shots. Also trinke ich heute Abend noch ein paar Shots. Es ist okay, ich mach tausend Lieder. Doch baby, no way, seh ich dich nie wieder. Ich bin lonely, wenn du nicht mehr da wärst. Ich bin lonely, wenn du nicht mehr da wärst. Auf Platz 11 sind Airheads von Lord Kush und GAG Tony. Und das war auch noch eine Zeit, als noch nicht jeder Airheads konnte, als es noch relativ krass war. Und die sind halt wunderschön gewesen, besonders damals, wo es halt noch nicht jeder konnte. Auf Platz 10 sind Long Clutches von Gano, Verrey, Bamsi, Geschickter, Schwieriger Hase, Spellix und Cake Progress. Wisst ihr noch die Zeiten, wo das ein Ding war? Die sind gefühlt gekommen, 2 Monate hat jeder Long Clutches gemacht und jetzt macht's niemand mehr. Die sehen cool aus, aber irgendwie sind die übel in Vergessenheit geraten. Alles, was ich machen kann, ist dir zu sagen, hör auf, weil uns das alles nichts mehr bringt, wenn du mir nicht mehr vertraust. Die fragt, bist du down für mich? Ich bin down für dich. All die Zweifel, die du hattest, sie bedeuten nichts. Ganz egal, wie oft ich sage, ey, du glaubst mir nie. So weit oben, ja, wir fliegen, doch wir fallen nicht. Ey, bist du down für mich? Ich bin down für dich. Ey, das Letzte, was ich will, ist, dass dein Herz zerbricht. Ey, kein Plan ab. Auf Platz 19 Kombos von Elvin, Knights und Space Rider. Bei Space Rider finde ich super, da wird mir ein IP gepusht und holt den Gegnern einfach flawless. Um sich versetzt, fange ich dich auf, auch wenn du fällst. Post mir, I got your back. Tut mir leid, es dir zu sagen, doch dein Ex ist ein Keck. Ich hoffe, wir beide schaffen es länger als der Schild aus der Pest. Wieder hellwach und hab 3 in der Nacht. Bin ich high und mal an, auf dass du's irgendwann schaffst. Die fragt, bist du down für mich? Ich bin down für dich. All die Zweifel, die du hattest, sie bedeuten. Auf Platz 18 2 Clips von Konoko und 4FPS und die sind relativ neu, vielleicht kennt ihr die noch. Das sind halt super coole Bauclips, wo die einfach zu zweit so doppel Godbridge macht oder doppel inclined. Es sieht super lustig aus, super cool. Ich fand es mega schön, dass jemand sich so die Mühe gemacht hat, an so einem Clip aufzunehmen. Und als Gegner, was denkst du dir, wenn jemand mit doppel inclined zu dir kommt? Fühlst du dich auch nur voll verarscht? Die fragt, bist du down für mich? Ich bin down für dich. All die Zweifel, die du hattest.
Auf Platz 7 sind Klatsches von Cakepunk, des Raptors, Sakame, Max, Redley, Ich mag Kekse, Chrome, Shows, Smart, Reissio und BGE. Früher waren solche Klatsches undenkbar, jetzt sind die relativ Standard, aber sind immer noch mega nice. Auf Platz 6 ist ein Clip von Ploppy und er zeigt, warum in Skywars das Wolfsjung-Kit das beste Kit ist. When I'm down, you pick me up. You and me, we shine in dust. Auf Platz 5 ist ein Clip von Wally LTD und er macht eine Mischung aus normalen und Reverse Abuse. Es sieht super cool aus, aber es ist halt nicht so stark. In your eyes I put my trust. Baby, you're my all-time favorite drug. Let them keep talking about us, 'cause they don't know. Auf Platz 4 ist ein Touch von Shits gebohrt und der ist besonders. Davor gab es solche Klatsches nicht. Er hat ihn nicht erfunden, aber er war quasi der Erste, der so einen öffentlichen 15er Plus Klatsch gemacht hat. Und es ist so insane. Ich habe den gesehen und mir gedacht, das kann doch nicht sein, das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht in Minecraft, dass man solche Klatsches machen kann. Aber jetzt macht es jeder. Aber es ist halt immer besonders, weil es einer der Ersten war. Auf Platz 3 sind insane Bauclips von Lexo, Franduel, Valo und Cake Progress. Und wir wissen ja alle, Franduel ist der beste Bridger in Deutschland, Cake Progress ist auch insane gut, ist halt Skill auf höchstem Niveau. Auf Platz 2 ist ein Clip von Yona und das ist einer meiner Favorite Clips all time. Er spielt halt nicht im Vollbild. Und ihr müsst im Vollbild spielen. Er zeigt halt warum. Er verklickt sich, macht sein Fenster klein, aber holt den Gegner dann trotzdem. Ich sterb an dem. Ich sterb. Nein! Hand, Hand, Hand. Auf Platz 1 ein Clip von Lebo, das ist mein Lieblingsclip vom letzten Jahr. Er hat 7 Mäuse und wechselt halt zwischen den allen und Produce dabei. Wir sind fucked up, Baby, ich hab wieder nicht Zeit für dich. Kommt was wollen, ich greif nach den Sternen. Ich such den Kompass, der mir ein bisschen Orientierung gibt. Doch das alles macht es schlimmer und hilft mir nicht. Fliegen Richtung Himmel, doch kein Ende ist in sich. Kennen keine Grenzen und dein Absturz ist Gesetz. Trappen mit den Nomis im Hinterhof, ich bring Vibes mit. Look at little Salazar, Dicker, yeah, beweis ich. Immer noch kein Label, es ist straight independent shit. Schau mal auf mein Handgelenk, Bruder, nein, nein, da fuckt nichts. Alle sind am Flexen, broken nur am Schwätzen. Ich geb dennoch für Schade, wenn ich mir Ecstasy knalle und danach völlig high und drunk in meinen Koma schlaf falle. Schau weg, es hat sich nie gelohnt. Schau weg, wir sind im selben.
das war's mit Top 10 Clips of the Year. Ich hoffe, euch haben die gefallen. Die sind halt einfach skilltechnisch auf einem anderen Level. Mal sehen, ob das mal noch ein Jahr geht. Aber jetzt kommt erstmal ein Bonusclip von Scoppy und Mishi. Und die hatten ein bisschen Spaß im Mediamarkt.